Hallo zusammen, heute geht es endlich weiter mit weiteren Videos. Und zwar, ich habe gesehen, euch gefallen die Videos, die Tutorials von Pro. Deshalb geht es jetzt weiter mit Einmal um die Welt. Und dieses Video heute ist für alle, die noch auf der blauen Piste fahren. Also ganz einfach, easy. Hauptsache, ihr macht Musik, jetzt nicht auf virtuosem Level, sondern ihr schnappt euch ein Instrument wie Gitarre oder Bass und könnt quasi sofort mitspielen. Es gibt nur noch ein paar Töne, die ihr dafür wissen müsst. Und die zeige ich euch jetzt sofort. 1, 2, 3. Für den Song von Crow, Einmal um die Welt, braucht ihr 4 Töne. Und die spielt ihr quasi die ganze Zeit durch, außer wenn ihr möchtet, könnt ihr einmal einen Ton auslassen. Und zwar am Anfang des Refrains. Wie kennt ihr diese Stelle? Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Aber sonst spielt ihr die ganze Zeit 4 Töne durch. Und zwar pro Takt. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Und das ist dieses 1, 2, 3, 4 ist der Takt. Ja? Ich fange an mit dem Fis. Das Fis ist hier auf dem zweiten Bund auf der E-Seite. Das könnt ihr erstmal anspielen. Das klingt so. Und dann braucht ihr die Leerseite, nämlich das A. Dann, im nächsten Takt, im dritten Takt, braucht ihr das H. Das H ist wieder im zweiten Bund, aber diesmal nicht auf der E-Seite, sondern auf der A-Seite. Und dann braucht ihr das E, das ist E-Leerseite, das tiefe E. So, und das Ganze, erstmal ein Ton pro Takt. 1, 2, 3, 4. Kann jetzt natürlich direkt schon mitspielen zu dem Song. Wer noch ein bisschen mehr spielen möchte, der kann jetzt zwei verschiedene Sachen ausprobieren. Erstens, erste weitere rhythmische Möglichkeit, nämlich ihr spielt auf der 1 und der 3. Wenn ihr auf der 2 und der 4, also Taktschläge, ja, 1, 2, 3, 4, wenn ihr auf der, ihr könnt auf der 1 und der 3 halt den Ton spielen, der gerade in dem Takt angesagt ist. Oder, und ihr könnt noch, wenn ihr möchtet, ist aber nicht so wichtig, auf der 2 und der 4. Zählzeit einen Chuck machen, ja? Chuck auf die Seite. Aber erstmal nur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, der Song von Crow ist halt ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Könnt ihr ihn wieder so machen oder halt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. So, entweder das oder weitere rhythmische Möglichkeit. Und zwar den zweiten Ton innerhalb des Taktes vorziehen. Das wäre dann 1, 2 und 3, 4, 1, 2 und 3, 4, 1, 2 und 3, 4, 1, 2 und 3, 4. Und jetzt etwas schneller. 1, 2 und 3, 4, 1, 2 und 3, 4, 1, 2 und 3, 4. Wirklich, dieses Vorgezogene. Manchmal denkt man, man spielt vorgezogen, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Deshalb da gut aufpassen, dass ihr wirklich vorzieht. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Könnt ihr von Anfang an bis zum Ende durchspielen mit dem Song. Achtung, die Pause, ich vergesse sie wahrscheinlich auch. Natürlich auch direkt auf dem E-Bass machen. Also die Videos zur blauen Piste könnt ihr meistens direkt auf der Gitarre oder auf dem E-Bass umsetzen. Da ich mich bei diesen Songs vor allen Dingen an den Grundtönen orientiere.
geht das, wie gesagt, bis zum bitteren Ende. Aber Hauptsache, ihr habt Spaß. Also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass ihr überhaupt Musik macht und es muss nicht direkt virtuos sein. Es kann auch gar nicht vom Anfang an virtuos sein, sondern ihr startet gerade, macht euch auf den Weg und der Weg ist das Ziel. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, bitte in die Comments. Und natürlich könnt ihr auch zum Unterricht vorbeikommen, hier in Köln, in meinem Musikzimmer. Und dann freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.